Morgen, Monsignore Nielsen. Guten Morgen, Schwester. Ja, wie oft denn noch? Ich bringe dem Heiligen Vater die Post. Aber das hier betrifft das päpstliche Hilfswerk. Und das leite nun mal ich. Herein. Wo bleiben Sie denn, Schwester? Guten Morgen, Heiliger Vater. Guten Morgen. Hier sind die Dankeschreiben von Ausgebombten in Deutschland. Und die Schweiz will das päpstliche Hilfswerk auch unterstützen. Hier müssen wir so schnell als möglich reagieren. Ein Typhusausbruch in einem Gefangenenlager in Alberobello. Welche Medikamente haben Sie noch im Magazin? Deus, in cuius potentia et unitate nostra consistit tutela. Circumda ques... Wir müssen sofort zu Ihnen. Medikamente, Decken, so viel wie möglich in die Lastwagen. Ich kümmere mich drum. Und nehmen Sie Geld mit. Alles, was da ist, Monsignore Wilson. Pater Andreas soll das Auto vorfahren. Und sagen Sie unseren Ärzten Bescheid. Sehr wohl, Eure Heiligkeit. Lagerung kannst endgültig aufgeben, Johann. Aber wenigstens kannst du sicher sein. Die Fini kriegt kein anderer auch nicht. Nur er, oder? Was ist denn los? Warum die Euwe bloß die Josephine ausstarren? Wo es rausgeschmissen ist. Wenn du dir mal den Hals waschen würdest und die Haare machen, dann täten sie dich auch angucken. Jetzt ist Schluss mit der vermaledeiten Bildung! Schluss ist! Das, was du dem Schwächsten an da hast, das hast du mir an da. So spricht der Herr! Das ist mein Hof und hier bin ich der Herr. Ich hab hier das Sagen und nicht dein Jesus! Mitgehen, Fini. Bitte mitgehen. Doch, Theresa. Ich muss. Ich hab dir doch erzählt von meinem Traum. Aber doch nicht jetzt schon. Es geht nicht mehr mit dem Vater und mir unter einem Dach. Aber wer passt denn auf mich auf? Unser Herrgott. Und wenn der gerade einmal nicht kann, dann schickt er einen Schutzengel für dich. Aber wie wohl sie denn, dass der auch wirklich aufpasst? Du wirst ihn spüren. Und in ein paar Jahren kommst du dann noch. Du willst doch noch ins Kloster. Ich glaube, er ist jetzt da. Thank you.
hat beschlossen, eurer inneren Stimme Gehör zu verleihen, die euch ruft, treibt und einlädt, Gott vor allen anderen Dingen in eurem Leben Raum zu geben. Doch muss ein langer Weg der Prüfungen und Einübungen darüber befinden, ob die Gebote der Keuschheit, der Armut und des demütigen Gehorsams tief in euren Herzen verwurzelt sind. Es geht hier nicht um dich und deinen persönlichen Ehrgeiz, nur um deine Verfügbarkeit für Gott und sein Reich. Das wirst auch du lernen! Mit dem heutigen Tag wirst du den Ordensnamen Paskalina tragen. Wenn du dein Leben in den Dienst unseres Herrn Jesus Christus stellen willst, so sprich mir nach. Ja, Herr, ich will leben die Gelübde der Keuschheit, der Armut und des demütigen Gehorsams in der Nachfolge Jesu. Ja, Herr, ich will leben die Gelübde der Keuschheit, der Armut und des demütigen Gehorsams in der Nachfolge Jesu. Keuschheit ist die Antwort auf die Liebe Jesu Christi, die unsere Energie freisetzt, um die Fülle des Lebens zu erfahren und uns dafür einzusetzen. Armut beinhaltet eine einfache Lebensführung und den Verzicht auf freie Verfügbarkeit aller materiellen Güter. Demütiger Gehorsam ermöglicht die Verfügbarkeit für Gott und sein Reich. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, sei mit dir. Amen. Teresa. Er hat wirklich geholfen. Nur die Vreni. Es ist vom Johann. Aber es steht nicht dazu. Der Zug fährt. Wir müssen. Dann wünsche ich dir Gottes Beistand für die Geburt. Wenn nur die Hebamme kommt. Das wird mir schon reichen. Dann hole doch die Hebamme. Wovon denn? Es reicht doch hinten und vorne nicht. Dann seh zu, dass den Johann dran kriegst. Du hast gut reden. Hier, hinter deinen Mauern. Gehst und lässt uns allein. Das ist meine Bestimmung. Seine Exzellenz, der apostolische Nuntius Eugenio Pacelli. Signor Pacelli, willkommen in Bayern. Welche Ehre, dass der Heilige Vater einen seiner Besten zu uns schickt. Zu gütig, königliche Hoheit, aber der Heilige Vater hat mich nur ernannt, weil er meine Liebe zu Deutschland kennt. Darf ich vorstellen, Kardinal Michael von Faulhaber? Wir kennen uns bereits.
Es ist mir eine Freude, Sie wiederzusehen, Eminenz. Ganz meinerseits, Exzellenz. Hier meine Ernennungsurkunde durch den Heiligen Vater. Er lässt euch herzlich grüßen und bedauert die schwierige politische Lage hier. Ihr Deutsch ist hervorragend. Wie kommt das? Ich hatte eine deutsche Kinderfrau. Seitdem liebe ich alles, was deutsch ist. So. Hoffentlich kommt Ihnen die Liebe hier nicht abhanden. Nehmen Sie sich vor den Bolschewisten in Acht. Trotzdem, eine gute Zeit in München. Schönes Haus, die Nunziatur. Ist gleich hier um die Ecke. Wie sieht es mit Personal aus? Ich konnte Diener und Köchin vom Vormieter übernehmen. Das wird nicht reichen. Sie werden mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Hausdiener brauchen. Es kommt eine Menge auf Sie zu. Weibliche Dienerschaft wäre mir lieber, ehrlich gesagt. In Rom hatte ich meine Mutter um mich, meine Schwester, die Schwägerinnen. Ich bin Frauengesellschaft gewöhnt. Im Übrigen kochen Sie auch besser. Das Argument sticht natürlich. Haben Sie einen Vorschlag, welchen Orden man mit der Aufgabe betrauen könnte, Eminenz? Ich denke drüber nach. Und Gott ließ den großen Wal an den Strand schwimmen. Und dort spuckt der Wal Jona aus. Und Jona, der war so froh, dass er gleich nach Ninive ging. Was ist denn da los da hinten? Zum Balgen sind die Pausen da. Sie hat angefangen. Geh, du wirst doch wohl nicht petzen. Das dulde ich hier nicht, verstanden? Warum? Gut, Magdalena, dass du nachfragst. Man muss immer nachfragen, sonst lernt man nichts dazu. Ich mag das Petzen nicht, weil man sich dadurch schwach macht. Man tut nur so, als ob man ein Opfer wäre. Aber wenn sie mich doch tritt? Ja, dann sei stark und ertrag es. Aber nicht das Opfer spielen. Sie sollen zur Mutter Oberin kommen. Gleich, ich muss erst nur die Geschichte zu Ende erzählen. Sofort, sagt die Mutter Oberin. Hier eine Vorlage. Wenn Sie sich das mal anschauen, dann können Sie den Brief vielleicht selbst beantworten. Schwester Pascalina, ich komme gleich. Ich habe einen Auftrag für Sie. Sie werden im Haus des Apostolischen Nunzius Dienst tun, in München. München? Verzeihung, Mutter Oberin, aber ich freue mich nur so. Ich wollte immer schon nach München und weiter in die Welt. Es geht hier nicht um Sie und Ihre kleinen Mädchenträume. Sie werden demütig Dienst tun dort, wo immer man sie hinschickt. Und der Nunzius steht vor schweren Aufgaben. Er hat einen Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und Bayern auszuhandeln. Ich weiß das Konkordat. Wann wünschen Mutter Oberin, dass ich fahren soll? Gleich morgen früh. Packen Sie für 3 Monate. Ich will nicht hochmütig sein. Aber ich muss dir doch sagen dürfen, wie sehr ich mich freue. Danke, dass du mich auserwählt hast für diese große Aufgabe. Und du wirst sehen, ich werde dich nicht enttäuschen. Der Pfarrer ruft hinterher, was haben Sie denn jetzt so? Ne? Ahnen hat er doch gewusst. Und da schiebt es einen Nonnen schiebt seinen Kinderwagen durch die Stadt. Gell? Und der Valentin fragt jetzt so, pass auf, was ist jetzt das? Ist das ein Klostergeheimnis? Meint die Nonne nach an Kardinalsfehler? Ja, da hört sich ja alles auf. Ihr besauft euch am helllichten Tag. Ja, ich hab halt frei. Fertig. Ja, komm, gehen wir. Ja, gehen wir. Sie haben ja gar nichts zu sagen. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin die neue Haushälterin vom Nunzius.
und ich bin die Köchin. Kocher nennen sie das. Ich nenne das einen Fraß. Und das da, das nenne ich einen Saustall. Ja, komm, wird's bald. Ich wollte ja gerade anfangen. Das kannst du sparen. Und jetzt schleich dich. Guten Morgen. Schwester Pascalina vom Orden der Menzinger Schwestern vom Heiligen Kreuz. Ich bin Ihre neue Haushälterin. Wie ich sehe, haben Sie Ihren Dienst schon angetreten. Ja. Ich habe gedacht, Fußboden hat's dringend nötig. Nicht nur der. Ich finde, er ist schöner geworden. Ja, gell? So mag ich's. Ich hab die ganze Nacht durchgearbeitet. Sie müssen doch würdig wohnen, wo Sie extra von Rom zu uns geschickt worden sind. Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie diesen Gedanken auch noch meinem Personal beibringen könnten. Kann ich nicht. Warum nicht? Ich hab's entlassen. Die Köche? Den Diener auch. Nun, das war eine sehr eigenmächtige Entscheidung. Aber notwendig. Sie mögen recht haben, aber wer wird morgens einheizen? Ach, das ist schnell gemacht. 10 Schütten Kohle reichen für den ganzen Tag. Und das alles wollen Sie selbst tun? Ja, ich habe bei uns daheim auf dem Hof viel mehr Öfen heizen müssen. Aber es ist zu viel für Sie allein. Ich werde Hilfe anfordern müssen. Ja, aber ich bin am besten, wenn ich allein arbeiten kann. Ich bin einfach viel schneller und gründlicher als andere. Verzeihung, ich wollte nicht hochmütig sein. Das scheint mir weniger hochmütig, als ehrlich zu sein. Sie werden sehen, es wird alles zu Ihrer Zufriedenheit sein. Das bezweifle ich nicht. Aber es gibt andere Gründe, warum wir nicht zu zweit unter einem Dach leben können. Welche wären das? Nun, was glauben Sie, werden die Leute sagen, wenn ich hier allein mit einer Ordensschwester lebe? Ach, das meinen Sie? Ja, dann fordern's doch einen Chauffeur an. Ein Automobil, habe ich gesehen, gibt es. Ja, das ist richtig. Und sogar ein deutsches. Eigentlich eine gute Idee von Ihnen. Wenn man schon ein Auto hat, sollte man es auch benutzen. Für gewöhnlich esse ich zu Abend um 7:45. Ich rufe Sie dann. Thank you.
Entschuldigung, Exzellenz. Aber der Braten ist schon viel zu lang im Rohr. Da habe ich mir gedacht. Wie spät ist es denn? Ja, das tut mir leid, ich habe es völlig vergessen. Exzellenz. Es ist der Magen. Es ist mir sehr unangenehm, aber der Magen ist eine Schwachstelle, schon immer. Sie müssen regelmäßig essen. Ihr Magen muss zu tun haben, sonst beißt er sich fest. Eine gescheite Suppe hilft allerweil. Eine gescheite Suppe? Hühnerbrühe. Wenn meine Geschwister daheim was gehabt haben, habe ich ihnen immer eine Hühnerbrühe gemacht. Was hat Ihnen Ihre Mutter denn in solchen Fällen gekocht? Eine gescheite Suppe. Und zum Frühstück Haferbrei mit Tee. Ja, genau, Tee und Haferbrei. Woher wissen Sie das? Und von jetzt an darf ich Sie stören und an die Mahlzeiten erinnern. Aber ja. Nach dem Mittagessen sollten Sie eine halbe Stunde ruhen und danach an die frische Luft. Nachmittags Tee mit Zwieback und abends Rührei mit Brot. Gute Nacht, Exzellenz. Gute Nacht, Schwester. Und danke. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Exzellenz. Gehen Sie rasch wieder ins Bett. Das Gas ist aus. Ich heiz gleich den Herd an und bereite das Frühstück. Das ist zu viel für eine Frau allein. Sie brauchen Hilfe. Ein Mann muss her. Sie haben also eine Erscheinung gehabt. Ja. Der Nuntius. Ich habe dieses Licht um ihn herum gesehen. Stand er in der Sonne? Nein, auf der Treppe. Und er stand nicht, er schwebte. Wie zwischen Himmel und Erde. So. Er stand also plötzlich in der Luft. Nicht in der Luft, im Licht. Sie glauben mir nicht, aber ich weiß es. Er ist ein Auserwählter. Und Sie haben das sofort gesehen? Ja. Aber das ist nicht das Einzige, was sonderbar ist. Sonderbar ist, dass ich ganz genau weiß, was er braucht. Als ob es mir gegeben ist, von oben. Weil ich auserwählt bin. Ihm zu dienen. Der Herr vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Nämlich mit dem Fall. Wieso Hochmut? Mit dieser Hoffart muss Schluss sein. Sie haben sich an ihr Gelübde zu erinnern und Demut zu üben. 20 Rosenkränze und keine Erscheinungen mehr. Schwester!
Seitdem wir keinen König mehr haben und die Kommunisten regieren, ist es hier die Hölle auf Erden. Freistaat nennt's das jetzt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ego, Comitate, Mihi, Apostolica, Sede, Tributa. Urgentia, Benanda, Missionen, Omnium, Peccatorum, Tibet, Proletariat! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Der Herr Geheimrat wird jetzt wohl beruhigt sein. Nun gut, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinem Rat behilflich sein. Auf Wiedersehen. Wiederschauen, Exzellenz. Exzellenz? Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich nur kurz vorstelle. Pater Andreas. Ich bin der neue Chauffeur. Ah, wunderbar. Vielleicht aber nicht mehr lang. Es heißt, die Kommunisten beschlagnahmen die Dienstfahrzeuge von allen diplomatischen Vertretungen. Wir müssen darauf vorbereitet sein. Schwester, was machen Sie denn hier? Sie kennen sich? Flüchtig. Pater Andreas ist unser neuer Fahrer. Genau, ich bin der Chauffeur. Und als erstes lege ich Ihr Automobil an, mein Rechtes. Schwester, Sie haben Besuch. Teresa. Schwester Crescentia. Vater liegt im Sterben. Wir müssen hinfahren und ihm beistehen. Für mich ist er schon lang gestorben. Fini! Was erwartest du von mir? Nein, 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 warten Sie hier. Ich rede mit ihr. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit. Darf ich reinkommen? Bitte. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich würde gern einen Spaziergang machen. Wollen Sie mich begleiten? Ich habe immer alles wissen wollen, ständig gefragt. Und das war meinem Vater natürlich lästig. Also habe ich mir selbst das Lesen beigebracht, aus einer Zeitung und aus der Bibel. Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich schon besser lesen, schreiben und rechnen können als alle anderen. Ich nehme an, das haben die bestimmt nicht gemocht. Besonders die Buben nicht. Prügel haben es mir angedroht, wenn ich mich weiterhin melde. Aber sie haben sich trotzdem weiterhin gemeldet. Ich unterwerf mich nicht. Niemanden. Außer unserem Herrgott. Und das hat ihren Vater dann erst richtig wütend gemacht. Ich gehe nicht mehr zurück. Aber Sie sind Pascalina, eine Schwester des Ordens vom Heiligen Kreuz, mit der Verpflichtung, dem Sterbenden beizustehen. Sie müssen fahren. Kann ich nicht. Aber natürlich, liebe Schwester, können Sie das. Sie sind ganz besonders stark. Und der Herrgott hat Sie mit so vielen Gaben gesegnet. Sehen Sie sich die Vögel an. Der Herrgott hat Ihnen gegeben, zu fliegen. Also fliegen Sie. Und uns Menschen hat der Herrgott die Gabe zur Versöhnung gegeben. Also sollten Sie es versuchen. Fordern die Herausgabe des Automobils. Von mir kriegt sie den Schlüssel nicht. Na, bitte schön, fragt sie ihm. Ich muss Sie bitten zu gehen. Dies ist eine Botschaft, kein deutsches Hoheitsgebiet. Sie befinden sich hier auf exterritorialem Gelände. Das ist ein Schnurz. Ihr seid die Feinde der Republik. Den Schlüssel her und es gibt ein Blutbad. Sie haben kein Recht, mein Automobil einzufordern. Ihr Genosse Dietrich hat mir übrigens die Exterritorialität ausdrücklich zugesichert. Schwester, würden Sie bitte das Schreiben holen? Den Wagen her!
Oder soll ich euch alle an den Wand stellen? Geben Sie den Leuten die Schlüssel. Doch bestimmt nicht, oder? Was ist? Nein, der steht schon eine Zeit da. Wir verstehen halt nichts von Autos. Mein Gott, was ist denn jetzt? Das kann doch nicht so schwer sein. Meine Herren, bitte. Jetzt bloß noch daran erinnern, dass, wie das jetzt wieder genau reinkommt. Pater Andreas, kann ich Sie bitte einen Moment sprechen? Prinzessin Kims. Man arbeitet spät. Isa. Ja, zum Teilweser gefahren, genau. Das ist doch, was du denkt hast, oder? Ja, ich sag's dir. Die Schwester ist ein ganzer Schlagfertige. Vergib uns, wo wir gefehlt haben und uns an dem Toten versündigt. Herr, hilf uns auch, ihm zu vergeben, wo er gesündigt hat. Amen. Amen. Ich hab dir noch gar nicht zu deinem Kind gratuliert, Johann. Ein schöner Bub. Und das nächste kommt ja auch bald. Zum Milch holen nach fremde Wiesen verschwinden und die Kuh nicht kaufen und den Stall holen wollen. Das sieht unser Herrgott gar nicht gern. Da kann er schon mal einen Blitz einschlagen lassen. Genau genommen sind wir ja verlobt. Wir wollten nur noch die Geburt abwarten. Du verwechselst ja was. Nach einer Geburt kommt die Taufe. Die Hochzeit kommt davor. Hochwürden, wir wollen zwei heiraten. Am besten gleich nächsten Sonntag.
Guten Morgen, Eminenz. Exzellenz. Mein aufrichtiges Beileid. Danke. Entschuldigung. Wo ist Schwester Pascalina? Ist sie krank? Nein. Sie hat ihren Vater zu beerdigen, deshalb ist sie nicht hier. Sonderbar, meine Mutter, ihr Vater auf denselben Tag. Fast zur selben Stunde. Eine merkwürdige Koinzidenz. Als gäbe es einen tieferen Sinn. Tut mir leid, Eminenz, ich kann Ihnen gar nichts anbieten. Das ist leider alles, was ich noch habe. Die Schwester fehlt Ihnen sehr, nicht wahr? Oh, natürlich, und wie. Ja, und sie denkt mit. Ich kann ihr inzwischen sogar die Korrespondenz anvertrauen. Allerdings will die Mutter Oberin aus Altötting sie zurückbeordern. Das klingt sehr entschlossen. Es ist nicht gut für unsere Schwestern, wenn sie sich zu sehr einrichten. Ich habe nicht den Eindruck, dass Schwester Pascalina es sich hier gemütlich macht. Im Gegenteil, sie versucht dem Nuntius rund um die Uhr dienstbar zu sein. Das können alle anderen unserer Schwestern auch. Ja, aber es brächte eine unnötige Unruhe in die Nunziatur. Und der Nuntius braucht gerade jetzt all seine Kraft für die Arbeit. Wir wollen doch alle, dass die Konkordatsverhandlungen bald zu einem guten Abschluss gebracht werden, nicht wahr? Das wünscht auch der Heilige Vater. Ich weiß, er wäre sehr betrübt, wenn der Nuntius gerade von deutscher Seite nicht alle Unterstützung erhalten würde. Nun gut, Sie lassen mir ja praktisch keine andere Wahl. Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Für Exzellenz, danke, dass Sie mir beigestanden sind. Ihre ergebene Schwester Pascalina. Schwester Bonifatia, Schwester Johanna. Ich habe einen Auftrag für Sie. Die Fülle der Aufgaben für den päpstlichen Nuntius macht es notwendig, Schwester Pascalina im Haushalt zu unterstützen. Und achtet darauf, dass sich eure Mitschwester in Demut übt. Hiermit erbitten wir deinen Segen, o Herr, für unsere erweiterte Hausgemeinschaft. Mögen wir füreinander da sein wie Schwestern und Brüder im Leib Christi. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Wo wollen's denn hin? Seine Soutane in den Schrank hängen. Haben Sie immer noch nicht begriffen, dass Sie zu den Privaträumen des Nunzius keinen Zutritt nicht haben? Sagen Sie her. Bleiben Sie da. Sie haben wohl gedacht, ich sehe das nicht. Rotwein, das geht nicht raus. Mit Natron und ein bisschen Geduld schon. Er hat 30 Gewänder, da kann man sich nicht mit jedem stundenlang aufhalten. Außerdem kommt da der Kragen drüber. Außen hui und innen pfui. So stellen Sie sich Ihren Dienst vor? Natron, bis der Fleck weg ist. Das Natron wartet. Ein Konkordat ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Folglich muss der Staat weltanschauliche Neutralität wahren und den Religionsgemeinschaften volle Selbstbestimmung einräumen. Die strikte Trennung von Kirche und Staat ist Grundlage für Religionsfreiheit und folglich auch für die geplante Neufassung des Konkordats zwischen Bayern und dem Heiligen Stuhl.
Besonderen Wert lege ich dabei auf eine präzise Einigung bei der Schulpolitik. Punkt. Und somit wird, das ist meine feste Überzeugung, das Konkordat zwischen dem Freistaat Bayern und der katholischen Kirche einen schonenden, respektvollen Ausgleich weltlicher und religiöser Interessen bringen. Proklamation an das deutsche Volk. Eine provisorische deutsche Nationalregierung ist gebildet. General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow. Das ist eine Feldherrnhalle. Was? Da will sich der Nunzius mit dem Kardinal Faulhaber treffen. Der ist seit gestern zurück aus Rom. Und wo wollen Sie denn hin? Zur Feldherrnhalle. Nix da. Das ist viel zu gefährlich. Ja, und zwar für Nunzius. Bleiben Sie bei den Schwestern. Lasst die Rollläden runter und dann rührt euch nicht vom Fleck. Unser Kampf geht Juda und Rom! Auf geht's, Kameraden! Jawohl! Jawohl! Verräter Ebert und seinem Sauhaufen aufgeräumt haben, da seid ihr dran! Exzellenz! Steht dies Feuer ein! Und dann langsam vorrücken! Die wollten tatsächlich bis nach Berlin marschieren, die Reichsregierung absetzen. Und vor dem bischöflichen Palais stehen die und schreien und brüllen! Nieder mit dem Kardinal! Adolf Hitler! Der völkische Befreier, was der und dieser General Ludendorff von sich geben, ist eine wahrlich schlimme Irrlehre. Der Heilige Vater blickt mit großer Sorge nach Deutschland. Sie sagten, Sie wollten mich sprechen wegen einer Bitte des Heiligen Vaters. Er bat mich, Ihnen mitzuteilen, dass er auch mit Preußen ein Konkordat anstrebt. Noch eins? Ja, aber wir sind doch mit dem Bayerischen noch gar nicht fertig. Eine weitere Nunziatur? Ja, in Berlin. Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Wir wollten doch über Berlin sprechen. Ich schlage vor, wir suchen in diesem Bezirk. Tiergarten. Haben Sie wirklich vor, sich das aufzuladen? Wir könnten doch ein Immobilienbüro beauftragen. Ja, aber wie soll ein Büro wissen, was wir brauchen? Es wird eine harte Zeit werden für uns alle. Zwei Haushalte und die Pendelei zwischen München und Berlin. Ja, aber wir lösen München doch auf, wenn das Konkordat mit der bayerischen Regierung unterschrieben ist.
Vielleicht machen wir es am besten so. Sie und Schwester Johanna werden die Nunziatur in Berlin einrichten und dort arbeiten. Und das Münchner Domizil wird Schwester Bonifatias Aufgabe sein. Unmöglich. Schwester Bonifatia ist überhaupt nicht fähig, die Nunziatur hier zu leiten. Sie soll sie ja nicht leiten, sondern nur meine Versorgung übernehmen. Ja, das war ein schöner Fraß, den Sie da vorgesetzt bekämen. Von der Wäsche ganz zu schweigen. Schwester Bonifatia ist jemand, der höchstens zuarbeiten kann. Und selbst dann muss man ihr ständig auf Finger klopfen. Bonifatia, hilfst du mir mal? Liebe verehrte Mutter Oberin, wir schreiben Ihnen heute, weil es nicht mehr so weitergehen kann mit Schwester Pascalina. Man könnte meinen, der Teufel hat von ihr Besitz ergriffen. Nicht so schnell. Habe von ihr Besitz ergriffen. Sie ist genau so, wie Sie es befürchtet haben. Anmaßend, hochmütig, macht sich gemein. Wir müssen mehr ins Detail gehen, damit die Mutter Oberin weiß, worum es wirklich geht. Ich habe da mal Buch geführt, wann sie im Schlafzimmer des Nunzius war und wie lange. Wir sollten nur die Demut überprüfen, nicht die Keuschheit. Egal, das muss mit. Kaffeepause. Das soll die Farbe fürs Treppenhaus sein. Das wirkt immer dunkler im feuchten Zustand. Weiß ich. Trotzdem muss da noch ein bisschen Ocker rein. Wird gemacht, Schwester. Moin, Schwester. Morgen. Bitte schön. Danke. Besser. Am besten, wir verabschieden uns gleich hier. Und sagen Sie, Exzellenz, dass ich am Montag wieder zurück bin. Lassen Sie ihn ja nicht von dem Drachen auffressen, gell? Erinnern Sie sich an Ihr Gelübde, Schwester Pascalina? Herr, ich will leben, die Gelübde der Keuschheit, der Armut und des demütigen Gehorsams in der Nachfolge Jesu. Leben Sie danach? Ja, Mutter Oberin. Sie lassen sich in einer Limousine herumfahren. Sie spielen sich vor Ihren Mitschwestern auf, als seien Sie in der Position, Befehle zu erteilen. Ist das Demut? Und was die Keuschheit anbelangt? Was meine Keuschheit anbelangt? Zwingen Sie mich nicht, deutlicher zu werden. Ich führe ein Leben in Keuschheit. Und das weiß Gott und das weiß auch seine Exzellenz. Aber unser Herrgott weiß auch, dass ganz München tuschelt. Und das beschmutzt das Ansehen des Würdenträgers, dem Sie dienen. Ich habe nichts Verbotenes getan. Schwester Pascalina, am 14. August im Schlafzimmer des Nunzius von 8:45 bis 9:15. Aber ich muss doch ins Schlafzimmer des Nunzius, um sein Bett zu machen. Also bei uns werden die Betten morgens gemacht. Was haben Sie nachts im Schlafzimmer des Nunzius zu suchen? Wenn ich nachts im Schlafzimmer des Nunzius war, dann nur, weil ich seiner Bitte nachgekommen bin. Seiner Bitte? Ja, Sie kennen ihn nicht. Sie wissen nicht, was er nachts oft noch für Gedanken hat, die ich dann mitstenografiere. Und ich lese ihm was vor, wenn er nicht einschlafen kann. Das hat seine Madre auch immer getan.
Also was maßen Sie sich eigentlich an? Sie sind weder seine Madre noch seine Privatsekretärin. Sie sind eine Magd des Herrn. Und Ihr Auftrag lautet dienen und sonst gar nichts. Sie werden jetzt umgehend zur Beichte gehen, Ihre Sünden bekennen und Buße tun. Sie sind entlassen. Ich habe keusch gelebt. Und dafür ist der Herr mein Zeuge und der Nuntius auch. Also, ziehen den Nuntius mit in ihren Dreck. Ich werde deinen Hochmut schon zu brechen wissen. Die Haube. Hochmut gesellt sich die Hoffart. Haare abschneiden bei Schwester Pascalina. Eine Woche Karzer bei Wasser und Brot. Bitte kommen Sie. Keine Hilfe. Herr, mach du meinen Willen stark. Lass mich nicht brechen. Von niemandem. Ich bin stärker. Exzellenz? Im Speisezimmer ist angerichtet. Schwester Johanna wird gleich servieren. An der Gründungsfeier unseres Ordens teilnehmen. Fini, komm, mach dich zurecht für heute Abend. Ich komme in einer halben Stunde wieder. Gib dir einen Ruck. Darf ich fragen, es hat wohl nicht geschmeckt? Ich habe nur wenig Appetit im Moment. Das jährliche Gründungsfest der Menzinger Schwestern vom Heiligen Kreuz ist ein Fest der Gemeinschaft. Deshalb dürfen Sie teilnehmen. Sie bekommen auch etwas zu essen, wenn Sie demütig darum bitten. Setzen Sie sich, Schwester.
Ich glaube, sie wartet auf ein Zeichen von dir. Was für ein Zeichen sollte es sein? Vielleicht. Hast du ein paar unzüchtige Gedanken gehabt? Wer hat das nicht mal? Das reicht für eine Beichte. Mehr will die Mutteroberin doch nicht. Nur ein Zeichen. Sei doch nicht so dickköpfig. Was meinst du, wo mir jetzt wären ohne meinen Dickschädel? Ich weiß doch, Fini, dass ich nichts wäre ohne dich. Jetzt mach dich nicht immer so klein. Ich erniedrige mich doch auch nicht. Wegen so ein bisschen Früchtebrot lüge ich nicht. Fini. Niemand hat dich gezwungen, das Gelübde abzulegen. Wenn die Mutter Oberin jetzt Demut von dir verlangt, dann ist sie nur die Vollstreckerin des Willens, der dein eigener sein sollte. Habe ich alles dabei? Selbstverständlich. Die Notizen für das Gespräch mit Außenminister Stresemann und die Rede im Presseclub. Und der Vertragstext? Drin. Habe ich auch genügend Papier? Alles da. Exzellenz? Ja? Wenn ich das sagen darf? Sie schauen aus, als hätten Sie Ihr Frühstück und das Mittagessen noch vor sich. Gibt's nichts Gescheites für Sie? Mein Magen. Gell? Die Schwester Pascalina. Die fehlt Ihnen schon, oder? Und nicht nur wegen dem Essen. Die Mutter Oberin hält Schwester Pascalina derzeit nicht für einsatzfähig. Sie macht, wie es heißt, eine schwere Glaubenskrise durch. Was für Glaubenskrise? Die Schwester? Okay. Bei dem Drachen, da bekämpft selbst der Heiligkeit die Krisen. Entschuldigen Sie bitte schön. Mutter Oberin! Schwester Pascalina bittet um Ausgang. Ausgang? Sie möchte zur Beichte gehen dürfen. Die Bitte ist gewährt. Meine Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu dieser Pressekonferenz erschienen sind, um einen Botschafter über ein schwieriges Vertragswerk referieren zu hören, das man kurz und einfach Konkordat nennt. Mehr als 6 Jahre haben meine Verhandlungen in Bayern gedauert. Am Tisch waren alle Parteien versammelt, ein König, Kommunisten und Sozialisten und Gott sei Dank am Ende auch Ministerpräsident Eugen von Knilling. Und jetzt darf ich Ihnen verkünden, die Tinte unter dem Vertrag ist endlich trocken. Ein trockener Stoff, habe ich oft sagen hören, sei Schwarzbrot, wie ihr Preußen hier oben sagt. Seiten voller Druckerschwärze, 16 Artikel und 50 Paragraphen. Aber in jedem dieser Paragraphen geht es um das Wohl der Menschen in diesem Land. In aller Welt wollen die Gläubigen sicher sein vor jeglicher Unterdrückung und Verfolgung.
Ein Blick über die Reichsgrenzen hinweg in den Osten zu Stalin sollte uns lehren, Glaube und Glaubensfreiheit müssen von uns immer wieder aufs Neue verteidigt werden. Und das jeden Tag. In diesem Sinne wünsche ich dem preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun und mir... In diesem Sinne wünsche ich dem preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun und mir... Ein gutes Gelingen für die Verhandlungen. Ein gutes Gelingen für die Verhandlungen. Wir werden etwas Passendes für Sie finden. Kommen Sie erst mal zu Kräften. Stellen Sie mir eine Verbindung in die Schweiz her. Mit Ihrer Generaloberin. Menzingen? Ja. Und zwar sofort. Sie erweisen unserer Kirche einen großen Dienst, wenn Sie sich für die Rückberufung von Schwester Pascalina in die Berliner Nunziatur einsetzen wollen. Aber Sie wissen doch, Exzellenz, wie angespannt das Verhältnis zum deutschen Kloster ist. Das weiß ich wohl, vertraue aber auf Ihr diplomatisches Geschick. Ich kann jedenfalls nicht akzeptieren, dass mein Haushalt lahmgelegt wird, nur weil es zwischen Ihnen und dem deutschen Kloster Befindlichkeiten gibt. Die Schwester fehlt hier fast 2 Monate. Sie können gewiss sein, ich werde in Rom meinen Einfluss zum Nutzen Ihres Ordens geltend machen. Kann ich das als ein Versprechen betrachten? Möchte dich sprechen. Ich glaube, diesmal ist es was Schönes. Grüß Gott. Ach, jetzt geht die Sonne wieder auf für uns. Jetzt hat's ein End mit dem Durcheinander. Schwester. Ja, was hat denn der alte Drache mit Erno angestellt? Das kriegen wir schon wieder hin, gell? Wann gib's her? Schwester. Meine liebe, gute Schwester Pascalina, wie habe ich Sie vermisst? Und Sie können mir gleich beim Abendbrot Gesellschaft leisten. Ein zweites Gedeck, bitte. Es war eine lange Reise, Exzellenz. Ich würde meinen Dienst gern morgen beginnen. Und wenn ich dann noch um eine Liste bitten dürft, mit all den Aufgaben, die Sie mir zuteilen. Zuteilen? Gute Nacht. Thank you.
Herein, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen, Exzellenz. Bitte sehr. Ich weiß nicht, habe ich etwas zu diktieren? Ich weiß nicht. Vielleicht die Liste mit meinen Aufgaben? Also bitte sehr, ich möchte, dass Sie... Wir sind hier noch nicht im Kindergarten und spielen zum Zeitvertreib. Sie wissen am besten, was zu tun ist. Und nehmen Sie um Gottes Willen wieder Ihren Platz ein. Das ist nicht mein... Entschuldigung. Verbinden Sie mich bitte mit Professor Meinertz von der Charité. Keinerlei Schatten. Kein Tumor, keine Tuberkulose. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, Sie haben Asthma. Sie müssen dringend in die Berge. Mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht länger. Aber der Nunzius. Der Nunzius wird nichts dagegen haben, wenn Sie nach Davos fahren und sich in Ruhe auskurieren. Ich schreibe Sie erst einmal für 6 Monate krank. Asthma ist immer auch ein Aufschrei der Seele. Sie muss raus aus dem, was sie krank macht. Das bedeutet? Der Dienst bei Ihnen, ja? Schicken Sie sie in die Berge. Aber so, dass sie nicht denkt. Sie schicken mich weg? Ich bitte Sie, ich schicke Sie doch nicht weg. Aber so geht das doch nicht weiter. Sehen Sie sich an. Sie haben keine Freude bei der Arbeit. Jeder Handgriff ist eine Last. Nun setzen Sie sich doch wenigstens hin, bitte. Es gibt nur einen Weg. Sie müssen nach Davos. Davos kann mein Orden nicht bezahlen. Dann bezahlt eben Rom. Ein Kurhotel widerspricht meinem Armutsgelübde. Na, von mir aus, dann eben ein Kloster. Hauptsache in die Berge. Exzellenz wünschen. Ad omnes santos, orare pro sorore Pascalina, ad dominum Deum nostrum. Amen. Ich fühle mich wie in einem Labyrinth. Lauter Türen. Kein Ausweg. Auch nicht im Gebet? Ich bete ja. Aber er antwortet nicht. Welche Fragen stellen Sie ihm? Er soll mir sagen, welche Art des Dienens die richtige ist. Die von München, als der Nunzius mit mir zufrieden war, die Mutter Oberin wiederum nicht, weil ich nicht genug Magd war. Und jetzt will ich Magd sein, aber der Nunzius schickt mich weg. Sagen Sie es mir. Was will Gott von mir? Was der Herr von Ihnen will, wird er nur Ihnen allein im Gebet sagen. Vertrauen Sie auf ihn. Gehen Sie in die Natur. Geben Sie der Begegnung Raum.
Sehen Sie sich die Vögel an. Der Herrgott hat ihnen gegeben zu fliegen, also fliegen sie. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt verstanden habe, was Gott von mir will und welcher mein Weg ist. Drum möchte ich Sie von Herzen bitten, liebe Mutter Generaloberin, bitte verwenden Sie sich noch einmal beim Nuntius dafür, dass meiner Rückkehr nach Berlin nichts mehr im Wege steht. Eminenz, Exzellenz. Allerhöchste Zeit, dass Sie an die frische Luft kommen. Bei seinem Tempo schaffen wir das nie. Muss ich wirklich dann auf, damit ich mal Brotzeit kriege? Seien Sie doch nicht so klagsam, Eminent. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Exzellenz. Der verdient sich sein Bier auf redliche Weise. Na los schon, Eminenz, nicht kneifen. Ja, Schwester, Sie geben mir mal Bier auch schon nach unten. Wissen Sie, ich verrate Ihnen auch ein Geheimnis. Als mir der Doham seine verliehen, nachher sind die beiden Spitzel. Haben Sie ihm zu verdanken. Danke. Auf Berlin. Gute Verhandlung mit den Saubreisen. Dass die endlich den Konkordatsvertrag unterschreiben. Herr Stresemann, einmal lächeln! Wie geht's? Na, Monsignor. Sehr schön. Sehr freundlich. Jetzt alles. Guten Abend, Professor. Glückwunsch zum Konkordatsabschluss, Exzellenz. Vielen Dank. Aber ohne den Ministerpräsidenten wäre es nicht gelungen. Was werden Sie jetzt machen? Wo Sie die Preußen dazu gebracht haben, sich mit den Katholiken abzufinden? Können Sie mal bitte sagen, mal sehen. Wo Closet geht? Vielleicht missioniere ich die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Vereinigten Staaten unterhalten keine diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl. Genau, aber das ist noch freundlich formuliert. Die meisten Amerikaner fürchten die Katholiken wie der Teufel das Weihwasser. Bei Ihrem diplomatischen Geschick, Exzellenz, werden Sie auch diese Hürde nehmen. Da bin ich sicher. Dankeschön. Ohne Kompromiss ist in der Welt noch nie etwas Großes geschaffen worden. Salut. Prost. Prost. Apostolische Nunziatur Berlin, Schwester Pascalina am Apparat. Sisi, sowieso. Ein Moment. Grüßen Sie ihn von mir. Kardinalstaatssekretär? Ich? Wollt ihr mir so eine große Aufgabe anvertrauen? Wenn es euer Wille ist, gute Nacht, heiliger Vater. Kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. Hier alles auflösen, dort einrichten. Ach, was soll's, mir ist eh schon langweilig geworden. Wann sollen wir in Rom anfangen? Pater Andreas wird mich begleiten. Aber Sie können nicht mit.
Der Vatikan ist kein Ort für Frauen. Wir wollen doch dankbar sein für die gute Zeit, die der Herr uns geschenkt hat. Wie viele Jahre waren es? Fast 11. Es liegt nicht in unserer Hand. Exzellenz? Exzellenz, wenn wir den Zug erreichen wollen... Der Herr möge sie beschützen. Eminenz? Die deutschen Bischöfe wollen Exzellenz demnächst, ja Eminenz, gerne ein Geschenk nach Rom schicken. Zur Erinnerung an seine Zeit in Deutschland. Wir dachten an ein Pektoralkreuz. Ein Kreuz? Möchten Sie mir beim Aussuchen helfen? Noch eins. Meinen Sie nicht, etwas Praktisches wäre nützlicher? Grüß Gott. Wo ist denn der Chef? In seinem Büro. Danke. Grüß Gott. Hoffentlich sind wir, bevor es dunkel wird, in Verona. Keine Sorge, Schwester. Bitte. Ah, grobe Leberwurst. Die mag ich besonders. Danke, Schwester. Ich bin Schwester Pascalina. Mit wem habe ich zu tun, bitte? Monsignore Wilson, ich bin die rechte Hand von Cardinal Pacelli. Danke, Pater. Und ich habe ihm die letzten 11 Jahre gedient. Wenn Sie mich jetzt bitte dem Kardinal melden. Ja, seine Eminenz ist nicht da. Sie hätten sich vorher anmelden müssen. Ich bringe ein Geschenk der deutschen Bischöfe. Schwester, wissen Sie, wie viele Geschenke wir hier bekommen? Wir ersticken ja förmlich in Geschenken. Das Geschenk soll eine Überraschung sein.
Und ich habe den Auftrag, den Aufbau des Mobiliars zu überwachen. Von Kardinal Faulhaber persönlich. Sie brüskieren die deutschen Bischöfe, wenn Sie mich nicht einlassen. Bitte warten Sie einen Moment. Wilson, Kardinal Staatssekretär. Nein, wir führen die polnische Delegation erst in das Christina. Den stellen wir noch darüber. Wird gemacht, Schwester. Ich hole einen Besen. Was machen Sie hier? Was fällt Ihnen ein? Ich suche einen Besen. Aber so wie es hier ausschaut, gibt's wohl keinen. Das Putzpersonal kommt morgen. Und zwischendurch lassen Sie Eminenz so verkommen? Ich denke, Sie sind dann fertig. Bitte. Ich habe den Auftrag, das Geschenk der Bischöfe persönlich zu übergeben. Liebe Schwester, das sagten Sie bereits. Ich werde warten. Was glauben Sie, was das hier ist? Ein Hotel? Pater Vincente, bitte. Raus mit denen. Hier ist Tor 2. Wilson hier. Ist gerade ein Lastwagen durchgefahren? Ja, ist gerade eben durch. Mit zwei Personen? Nein, nur eine Person. Ein Mann. Danke. Den Auftrag, das Geschenk der Bischöfe persönlich zu übergeben. Liebe Schwester, das sagten Sie bereits. Ich werde warten. Ja, was glauben Sie, was das hier ist? Ein Hotel? Da stehen Sie doch, nicht zu übersehen.
so wirklich nicht weitergehen. Wir benötigen unbedingt noch weiteres Personal. Ich gebe das weiter. Entschuldigung. Entschuldigung. Sie kennen doch sicher den neuen Kardinalstaatssekretär, Eminenz Pacelli. Haben Sie vielleicht eine Idee, wie ich ihm eine Nachricht zukommen lassen könnte? Das Beste wäre, wenn Sie sich da an den Privatsekretär des Kardinals wenden würden, Monsignore Wilson. Das habe ich versucht, aber der Monsignore versteht nicht, dass ich den Kardinal persönlich sprechen muss. Na dann, schauen wir mal. Also, verreist ist er schon mal nicht. Der Kardinal ist da und kriegt zurzeit Schonkost. Da bin ich aber beruhigt. Also wirklich, sowas ist mir noch nicht untergekommen. So ein großzügiges Geschenk und dann kein Begleitschreiben, nichts. Der Lieferant hat wortwörtlich gesagt, ein Geschenk der deutschen Bischöfe an Eminenz. Bestimmt erwarten wir jetzt eine Antwort. Vielen Dank für den Hinweis. Ich würde Sie gern darum bitten, etwas für mich zu recherchieren. Mhm. Und zwar möchte ich Kontakt zu einer Person aufnehmen. Einer Frau, sie ist Amerikanerin und sie heißt Mrs. Miller. Sie ist die Gattin eines Industriellen, finanziell abgesichert, sehr agil und sie interessiert sich für Politik. Ja, ich weiß. Mrs. Miller ist eine enge Freundin der Familie Roosevelt. Und sie kommt jedes Jahr für einige Monate nach Italien. Ich habe auch schon an sie gedacht. Vielleicht kann sie uns helfen, in der Amerika-Frage weiterzukommen. Eminenz, es ist angerichtet. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Jeremias 29, 13 bis 14. Das ist doch sicher Ihre Idee gewesen, habe ich recht? Sie haben doch immer gesagt, die Akten müssen in Reichweite sein. Hier, bitte. Sollen wir den Bischöfen gleich antworten? Wir wollen unsere kostbaren Stunden lieber anderswo verbringen. Kommen Sie, wir gehen in die Vatikanischen Gärten. Wie lange können Sie bleiben? Ich habe Permission bis Sonntag. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie etwas für mich lesen. Ich würde nämlich gerne Ihre Meinung wissen. Ich habe einen Entwurf für ein Reichskonkordat ausgearbeitet. Für das gesamte Deutsche Reich? Ja. Hitler hat in seiner Regierungserklärung den Kirchen garantiert, ihre Rechte uneingeschränkt ausüben zu dürfen. Und das Christentum als Fundament, als festes Fundament des sittlichen und moralischen Lebens des deutschen Volkes bezeichnet. Immerhin ein Signal. Ja, so sehe ich das auch. Wir werden wohl in Kürze das Konkordat unterzeichnen. Die Welt soll wissen, dass wir wirklich alles getan haben, um mit dem Deutschen Reich und Adolf Hitler in friedlicher Koexistenz zu leben. Der katholische Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt. Auch Orden sollten zur Führung und Gründung von Schulen berechtigt sein. Tatsächlich. Ja, servus. Servus, Schwester. Pater Andreas. Mei, das Gerücht, das ging so schnell rum. Eine deutsche Ordensschwester zu Besuch bei seiner Eminenz. Und ich habe gedacht, das kann ja nur die gute Schwester Pascalina sein. Mei, ich freue mich so. Wie lange bleiben Sie denn? Nur ein paar Tage. In sämtlichen Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sollten Gottesdienste und außerdem, wenn es die Sachlage erfordert, auch seelsorgerische Besuche grundsätzlich zugelassen werden. Das ist vollkommen korrekt. Wer hat es geschrieben? Der Kardinalstaatssekretär natürlich. Nein, nein, ich meine die Anmerkungen. Oder wollen Sie mir erzählen, das wäre Ihre Handschrift? Es ist möglich, dass die Anmerkungen von einer Ordensschwester stammen. Sie hat Kardinal Pacelli in Deutschland einmal den Haushalt geführt.
Eine Ordensschwester? Was haben Sie sich dabei gedacht, sich dieses Textes zu bemächtigen? Kardinal Pacelli hat Ihnen das Dokument anvertraut und um Ihre persönliche Meinung gebeten, aber von Religieren war doch nicht die Rede. Gibt's noch was? Ich habe nämlich zu tun. Der Heilige Vater will Sie sprechen. Heute Nachmittag. Um 4. Seien Sie bitte pünktlich. Jetzt musst du es nur noch richtig anstellen. Warten Sie bitte hier. Die ehrwürdige Schwester Pascalina Lehnert. Diese klugen Gedanken, was das Reichskonkordat mit Deutschland angeht, stammen also von Ihnen, verehrte Ordensschwester? Das war nicht vorgesehen. Ich bitte den Heiligen Vater vielmals um Entschuldigung. Nein, nein, das brauchen Sie nicht. Ich fand Ihre Anmerkungen absolut treffend. Sie lesen mit sehr, sehr wachem Verstand. Ja. Ich habe so einiges mitgekriegt und aufgeschnappt in meiner Zeit beim Nuntius. Und das wäre? Dass nichts Dauerhaftes ohne Kompromiss zustande kommt. Sie arbeiten in der Küche, wie ich hörte. Ja, ich mag die Küchenarbeit. Zuerst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Wie bitte? Verzeihung, das ist ein Zitat. Aus einem Theaterstück von einem deutschen Dichter, Bertolt Brecht. Dem Kommunisten? Man muss seinen Feinden zuhören, sagt Kardinal Pacelli immer. Ach wirklich, das sagt er. Gut. Dann haben Sie vielen Dank für Ihren Besuch. Entschuldigens, Eminenz, kann ich kurz stören? Was gibt's denn? Ich habe da gehört, dass der Heilige Vater Ihnen was Gutes tun will. Wissen schon, wegen Ihrem empfindlichen Magen und so. Und zeige Ihnen Ihr neues Zimmer. Danke, Pater. Was haben Sie dem Heiligen Vater eigentlich alles erzählt, dass der gleich gesagt hat, na, die kommen bleiben? Das erzähle ich Ihnen später. Auf mich wartet eine Menge Arbeit. Ach, haben Sie es schon mitgekriegt? Das Reichskonkordat soll morgen unterzeichnet werden. Na, freilich.
Ich muss ja den deutschen Vizekanzler vom Bahnhof abholen. Na, dies kann was werden. Der Artikel 30 macht mir noch Sorgen. Nach dem Gottesdienst soll noch für das Wohlergehen des Deutschen Reiches und des deutschen Volkes gebetet werden. Vielleicht können wir wenigstens einfügen, entsprechend den Vorschriften der kirchlichen Liturgie. Das ist eine gute Idee. So machen wir es. Veranlassen Sie das bitte. Ich habe mal gedacht, wir machen alles so wie in Deutschland. Deutschland? Sie hier, ich da. Wir wollen Monsignor Wilson doch nicht arbeitslos machen, Schwester. Ich meine nur, wo der Heilige Vater sich doch so für mich eingesetzt hat. Ich bin ihm von Herzen dankbar, dass ich mit Ihnen endlich wieder einen funktionierenden Haushalt bekomme. Er ist ja auch sonst ganz beeindruckt von Ihnen und lobt Sie über alle Maßen. Sie wissen schon, dass Sie die erste Ordensschwester sind, die hier im Vatikan wohnen darf. Ich weiß, dass es eine große Ehre ist, Eminenz dienen zu dürfen. Was Monsignore Wilson damit sagen will, ist, dass es... Dass es hier im Vatikan eine ganz klare Aufgabenverteilung gibt. Wozu sicherlich auch gehört, dass man einem Kardinalstaatssekretär nicht über den Mund fährt. Es freut mich jedenfalls, dass ich mir von jetzt an keine Sorgen mehr um meine Gesundheit und um meine Ernährung machen muss, verehrte Schwester. Dann werde ich jetzt einkaufen gehen. Nehmen Sie sich das nötige Haushaltsgeld aus meinem Safe. Im Wohnzimmer hinter dem Spiegel. Was Mrs. Miller betrifft, ich habe... Dieselbe Zahlenkombination? Dieselbe Zahlenkombination. Ich habe übrigens Kontakt zu Mrs. Miller aufgenommen und sie ist unserem Anliegen gegenüber nicht... Schwester Pascalina, der Heilige Vater wünscht, dass Sie noch von zwei weiteren Schwestern unterstützt werden sollen. Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Wenn Sie wollen, dürfen Sie Ihre Mannschaft doch selber zusammenstellen. Wir waren stehen geblieben bei Mrs. Miller. Verzeihung? Mrs. Miller, wie hat sie reagiert? Sie hat auf meine Bitte hin mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen und Roosevelt gedenkt, in absehbarer Zeit einen Sondergesandten an den Heiligen Stuhl zu schicken. Na, das ist ja mehr als großartig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Geben Sie mir den Brief. Ich habe mir erlaubt, bereits ein Dankeschreiben aufzusetzen. Aber zuerst würde ich gerne lesen, was Mrs. Miller mir geschrieben hat. Selbstverständlich, Eminenz. Gute Nacht, Eminenz. Gute Nacht, Schwester. Liebste Teresa, Gottes Wege sind wirklich unergründlich. Als ich nach Rom fuhr, wer hätte da gedacht, dass ich nicht mehr nach Deutschland zurückkehren würde? Schwesterherz, ganz unter uns, der Vatikan ist gewaltig, allerdings auch manchmal bedrückend. Zu meinem Personal gehören zwei Schwestern, die mir bei der Arbeit helfen. Und die ich mir selber auswählen durfte. Deshalb harmonieren wir fantastisch. Schön. Mrs. Miller, wir möchten Ihnen von ganzem Herzen danken für Ihren unerschütterlichen Einsatz bei unserem Bestreben, für unser großes Ziel, die katholische Kirche und das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika, in ein neues Zeitalter der beiderseitigen Verständigung zu führen. Es ist mir eine große Ehre, Heiliger Vater. Und als Zeichen meiner Verbundenheit und zum Dank für euer Vertrauen
habe ich mir erlaubt, dem Vatikan ein Geschenk aus meiner Heimat mitzubringen. Ausgerechnet den Schwarz. Da siehst du hier das Staubkorn. Da können ihre neuen Schwestern schon einmal die ganz großen Putzlumpen für mich herrichten. Aber das ist halt ein Geschenk. 100 soll der fahren. Von der Amerikanerin, Mrs. Valentine Miller. Die hat ja eine Privataudienz gekriegt, beim Heiligen Vater. Ganz kurzfristig. Was meinst, was der gekostet hat? 5.000 Dollar? 6.000? Das ist doch wohl eher Mr. Miller, der das zahlt hat. Na, die hat ein eigenes Money. Hab ich gehört. Geerbt. Erben kann jeder. Der amerikanische Präsident schickt uns einen Gesandten. Das ist doch eine gute Nachricht. Ich finde, ein Schritt in die richtige Richtung. Den wir auch Mrs. Miller verdanken. Ja, ich denke, wir täten gut daran, wenn wir das großzügige Geschenk annehmen würden und das Automobil behalten. Wir wollen die Dame auf keinen Fall brüskieren. Wie könnten wir uns denn bei ihr revanchieren? Monsignor Wilson dachte an eine Nobilitierung der Dame. Ah, gute Idee. Eine was? Eine Nobilitierung, das heißt Adel. Wir erheben Mrs. Miller in den Adelsstand. Und das dürfen Sie? Ja, selbstverständlich dürfen wir das. Ihre Frankreichreise. Wir brauchen auch ein Geschenk für die Karmeliterinnen, wenn Sie die Basilika in Lisieux einweihen. Ich bin mir sicher, Sie haben sich bereits Gedanken gemacht. Ja. Ich dachte an einen Bronzeguss der betenden Hände von Schwester Therese Martin. Armes Vögelchen, bleib ganz ruhig. So wie es aussieht, ist es nur der Flügel. Vielleicht kommen die Schienen. Eminenz! Schwester Pascalina. Ja, was machen Sie denn hier? Ich dachte mir, bevor ich einen Brief schreibe, da komme ich lieber selber und sehe nach, wie es Ihnen geht. Kommen Sie, Schwester. Ich bin auf dem Weg zu Kardinal Pacelli. Leider bringe ich keine guten Nachrichten aus Deutschland. Es ist furchtbar, was in Deutschland seit Monaten betrieben wird. Eine einzige Hetzjagd gegen die Juden. Hier, das müssen die Kinder in den Schulen beten. Herrgott steht dem Führer bei, dass dein Weg der seine sei, dass sein Weg der deine sei. Herrgott steht dem Führer bei. Sie sagten doch vorhin, Sie haben Hitler getroffen. Was hat denn das Gespräch mit ihm ergeben? Am Obersalzberg? Er hat mir praktisch ins Gesicht gesagt, dass er die katholische Kirche vernichten will. Ohne Juda, ohne Rom wird erbaut Alldeutschlands Dom. Damit tritt er das Reichskonkordat mit Füßen. Das kann man doch nicht hinnehmen. Wir haben es hier also ganz offensichtlich mit einem Gegner zu tun, der Treue und Wahrheit nicht kennt. Er mäht alles nieder, was ihm im Wege steht und scheut sich nicht davor, über Leichen zu gehen. Der Heilige Stuhl muss Stellung beziehen. Das ist auch die offizielle Bitte der deutschen Bischöfe an den Papst. Eine Protestnote vielleicht, oder eine Radioansprache des Heiligen Vaters. In Deutschland gibt es über 20 Millionen Katholiken. Und die müssen wir versuchen zu erreichen, so viele wie möglich. Eine Enzyklika? Ja. Eine Enzyklika des Heiligen Vaters gegen diese abscheulichen Verbrechen dort.
Vielleicht kriegt dadurch auch der Einzelne den Mut zum Protest. Der Heilige Vater scheint noch wach zu sein. Gehen wir. Eine Enzyklika in deutscher Sprache. Das hat es bisher noch nie gegeben. Bedenken Sie, Heiliger Vater, wir müssen nicht nur die deutschen Bischöfe, sondern möglichst das ganze deutsche Volk erreichen. Am Palmsonntag soll in allen katholischen Kirchen des Deutschen Reiches ein Rundschreiben des Heiligen Vaters verlesen werden. Keiner von uns hat jetzt das Recht, ein Mittelmäßiger zu sein in dieser schweren Stunde. Also lasst uns schreiben. Schreiben wir. Gottes Gebote gelten unabhängig von Zeit und Raum, von Land und Rasse. So wie Gottes Sonne über allem leuchtet, was Menschenantlitz trägt, so kennt auch sein Gesetz keine Vorrechte und Ausnahmen. Regierende und Regierte, reich und arm, stehen gleichermaßen unter seinem Wort. Gottgläubig ist nicht der, der das Wort nur rednerisch gebraucht, sondern der, der mit diesem hehren Wort den wahrhaftigen und würdigen Gottesbegriff verbindet. Wer in pantheistischer Verschwommenheit Gott mit dem Universum gleichsetzt. Und wer Gott in die Welt verweltlicht, gehört nicht zu den Gottgläubigen. Guten Morgen, Eminenz. Guten Morgen. Morgen. Wir schreiben den Text direkt auf Deutsch. Das wollte ich Ihnen nicht zumuten, Monsignore. Ich verstehe. Ich bin gerade fertig worden. Hier ist die Liste der Druckereien, die mitmachen. Immerhin 300.000 Exemplare, die verteilt werden können. Bitten Sie, dass ich an der Grenze nicht kontrolliert werde. Gott mit Ihnen. Danke, Schwester. Ich möchte den Apostolischen Palast vorerst nicht verlassen. Ich bin gesundheitlich ein wenig angeschlagen. Aber selbstverständlich, Eure Heiligkeit. Mrs. Miller hat übrigens als Ort für die Nobilitierung das Castello di Balduini vorgeschlagen. Das Castello befindet sich in der Nähe von Perugia. Ah, ja. Ich denke, das wäre durchaus ein würdiger Rahmen. Sicher. Ja, da haben Sie recht. Und fahren Sie mit dem neuen Automobil. Ich habe Ihr Malzbrot, Schwester. Hier, bitte. Das war gar nicht so einfach zu kriegen. Danke. Behüt Sie Gott. Wie schnell fährt das Auto? Also, angeblich 100 Kilometer in der Stunde. Ach, wirklich? Sollen wir es probieren? Na ja, dann wollen wir es erstmal bis 90 probieren, gut?
Mrs. Valentine Miller. Hiermit ernenne ich Sie zur Collardame des Ritterordens vom Heiligen Grab in Jerusalem. Deus lo vult, ihr seid nunmehr befugt, fortan den ehrenvollen Titel Donna Valentina zu tragen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 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 Ja, es war sehr kurvig. Und dann ist ihm, naja, ein bisschen schlecht. Eminenz, liebe Gäste, es ist mir eine ganz besondere Ehre und eine große, große Freude, diese wunderschöne italienische Frühlingsnacht gemeinsam mit Ihnen verbringen zu dürfen. Auf Ihr Wohl. Zum Wohl. Auch auf Ihr Wohl, Schwester. Es tut mir leid, ich kann mir Ihren Namen einfach nicht merken. Pascalina. Genau, Pascalina. Klingt wie ein Künstlername. Das ist mein Ordensname. Monsignor Wilson, erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Ich wünschte, ich könnte Ihre bezaubernde Frau Mutter habe ich übrigens neulich auf einem Wohltätigkeitsball getroffen in Baltimore. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ich würde mich gerne zurückziehen. Das war ganz gut für den Anfang, Pater. Ganz gut. Schade. Na, aber ich denke, die Regeln sagen, dass ich jetzt kann. Mrs. Miller. Nein, Pater, nein, nein, nein. Sie müssen nein. Die Schläge so halten. Sehen Sie. Hat Andreas auch gefahren? Ich zeige. Aber Sie stehen. Das ist Guten Morgen. Guten Morgen, Eminenz. Was für ein herrlicher Tag, finden Sie nicht? Ich habe gar nicht gewusst, dass wir hier in Urlaub sind. Was ist los mit Ihnen? Mit mir? Nichts. Wieso? Aber ich erkenne Sie gar nicht mehr wieder. Sie machen diese Person zur Donna Valentina, lassen sich beschenken und bedienen. Wie kommen Sie dazu, die Entscheidungen des Heiligen Vaters zu kritisieren? Entschuldigung. Sie haben offensichtlich immer noch nicht verstanden, warum Mrs. Miller so wichtig für uns ist. Wieso wir uns mit aller erdenklichen Diplomatie um die Gunst der USA bemühen. Ein Land, in dem der Papst immer noch den Ruf eines finsteren Tyrannen besitzt. Ach, was macht sie denn so Großartiges? Sie hat erreicht, dass Präsident Roosevelt zum ersten Mal einen Sonderbotschafter an den Heiligen Stuhl schickt. Das tut sie. Ja, haben Sie das denn nicht gewusst, Schwester? Woher denn? Mir sagt denn niemand was. Sie sind nicht sehr glücklich im Vatikan, habe ich recht? Vielleicht war es doch ein Fehler. Was denken Sie? Es ist eine Männerwelt. Eminenz! Eine Radioübertragung. Aus Deutschland. Wenn Sie versuchen, durch irgendwelche Maßnahmen, Schreiben, Enzykliken und so weiter, sich Rechte anzumaßen, die nur dem Staat zu kommen, werden wir Sie zurückdrücken in die Ihnen gebührende geistig-seelsorgerische Tätigkeit. Es geht auch nicht an, über die Moral eines Staates zu kritisieren, wenn man selbst Grund hätte, sich mehr als genug um die eigene Moral zu kümmern.
Mrs. Miller, Donna Valentina, wir danken für eure Gastfreundschaft, aber wir müssen sofort zurück nach Rom fahren. Ich verstehe. Eminenz, Monsignore. Vielen Dank, Eminenz. Außerhalb der deutschen Kirchen wurden sämtliche Exemplare der Enzyklika, die wir verfasst haben, von den Nationalsozialisten beschlagnahmt. Jede weitere Verbreitung haben sie unter Strafe gestellt. Die Druckereien wurden entschädigungslos enteignet. Und die Besitzer haben sie verhaftet. Hitler droht an, jeden Pfaffen, der sich auf irgendeine Weise hetzerisch gegen sein Regime betätigt, liquidieren zu lassen. Was haben wir verkehrt gemacht? Wir haben das Leben vieler unschuldiger Menschen in Gefahr gebracht. Wir müssen in Zukunft das Richtige tun. Aber was ist das Richtige? Wenn man das betrachtet, war es das Richtige. Die Heilige Mutterkirche muss ihre Stimme erheben gegen menschenunwürdige Zustände. Wie der Heilige Vater bereits sagte, keiner von uns hat jetzt das Recht, mittelmäßig zu sein in dieser schweren Stunde. Eminenz! Der Heilige Vater, bitte kommen Sie. Schläfst du, Achille Ratti? Schläfst du, Achille Ratti? Schläfst du, Achille Ratti? Danke Ihnen, Schwester. Wie viele Wahlgänge gab es denn schon? Zwei. Gerade läuft der dritte. Entschuldigen Sie, aber ich verstehe es einfach nicht. Dann denken's nach. Ich verstehe aber auch nicht, warum wir hier alles einpacken sollen. Weil der neue Papst seine engsten Mitarbeiter selber bestimmen wird. Und einer von denen wird hier einziehen. Ganz einfach. Wir werden ja sehen, welche Aufgaben Kardinal Pacelli in Zukunft übernehmen wird. Annuntio vobis, gaudium magnum. Habemus! Wir haben einen neuen. Archipetiaram.
Tribus Coronis Ornatam. Nimm hin die Tiara verziert mit 3 Kronen und wisse, dass du der Vater aller Fürsten und aller Könige bist, der Lenker unserer Welt hier unten und Stellvertreter unseres Erlösers Jesus Christus, dem Ehre und Ruhm sei, in alle Ewigkeit. Was machen wir jetzt eigentlich mit Ihrem Arbeitszimmer? Das würde ja wunderbar in das päpstliche Schlafzimmer passen. Dafür müssten wir allerdings die Räume tauschen. Aber so könnten wir wenigstens das schöne Mobiliar behalten, oder? Was meinen Sie? Ich denke, dass es das Wort wir, was uns beide anbelangt, in Zukunft nicht mehr geben wird. Weil es Eugenio Pacelli nicht mehr gibt. Es gibt nur noch Pius den 12. Dem Pontifex Maximus. Ja, aber auch ein Papst muss essen, schlafen, spazieren gehen. Ja, aber von all dem so wenig wie nötig. So werden Sie es nicht lang durchhalten. Mein Leben befindet sich in den Händen Gottes. Ich bin nicht der, der bestimmt, wann ich zu gehen habe. Und Sie auch nicht. Und diese Zettelchen hier sind eines Stellvertreters Jesu Christi auf Erden nicht würdig. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Herr, gib ihm die Kraft zu ändern, was zu ändern ist, und zu ertragen, was nicht zu ändern ist, und die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Und mir, heilige Mutter Gottes, gib die Kraft, ihn aus der Ferne zu beschützen und zu stützen, wo immer ich es kann. Ja, sind Sie immer noch nicht fertig? Wohin soll das Mobiliar? Wenn der Heilige Vater nichts anderes angeordnet hat, runter ins Magazin. Nur durch die Kraft und die Macht der Vernunft und nicht der Waffen, des Hasses und der Gewalt, wird sich die Gerechtigkeit mit Hilfe Gottes ihren Weg bahnen. Nichts ist verloren mit dem Frieden. Alles kann verloren sein mit dem Krieg. Schwester Pascalina? Ja? Ich würde Sie gerne etwas fragen. Bitte? Sie mögen mich nicht, oder? So wie Sie die Schwestern in der Münchner Nunziatur nicht mochten. Und die Köchin und... Ich weiß nur mal, was am besten für den Heiligen Vater ist. Ja, für seine Gesundheit vielleicht und für sein persönliches Wohlergehen. Und darauf werden Sie sich in Zukunft beschränken. Der Rest ist Politik. Davon verstehen Sie nichts. Und aus der halten Sie sich ab jetzt raus. Noch einmal werden Sie mich nicht so bloßstellen wie beim Verfassen der Enzyklika, nur weil Sie meinen, so eng mit Kardinal Faulhaber befreundet zu sein. Ich mag Sie auch nicht, Schwester Pascalina. Hoffen wir und beten wir, dass der Vatikan groß genug sein möge für uns beide. Es hat sich so viel verändert, seitdem du weg bist. Es gibt Leute, die sagen, auf so einen wie Hitler hätte man in Deutschland lange gewartet.
Ich verstehe das alles nicht. Es ist schrecklich anzusehen, wie die Juden behandelt werden. Hier in Altötting haben sie sogar Schilder an die Parkbänke geschraubt, auf denen steht, nur für Deutsche. Und es werden immer mehr Klöster beschlagnahmt. Sie machen Schulungsheime daraus, für Soldaten. Ich hoffe, liebe Fini, es geht dir gut in Rom. Ich vermisse dich, Theresa. Entschuldigung, bitte. Herein. Schwester, wir haben Krieg. Und insbesondere ein so rechtschaffenes und liebenswertes Volk wie das polnische verdient alle brüderlichen und vor allem menschlichen Sympathien der Welt. Wie? Ihr habt dem Heiligen Vater immer noch nicht sein Mittagessen serviert. Monsignore Wilson hat ausdrücklich jede Störung des Heiligen Vaters verboten. Er ist im Audienzsaal. Und mir hat der Heilige Vater mitteilen lassen, dass er sein Mittagessen ausdrücklich um 12 Uhr wünscht. Hat der Monsignore Gründe genannt? Nein, nur dass der Heilige Vater keine Störung wünscht. Darum hat die britische Regierung Interesse daran, wie die Haltung des Vatikan gegenüber dem Deutschen Reich einzuschätzen ist. Der Heilige Stuhl hält sich selbstverständlich an die derzeit bestehenden Konkordatsverträge. Jedoch ist er ansonsten selbstverständlich vollkommen neutral. Sie verzeihen. Wenn ich insistiere, in letzter Zeit sind uns Zweifel an der behaupteten Neutralität gekommen. Es erweckt Misstrauen, dass Ihre Heiligkeit Deutsche zu seinen engsten Mitarbeitern zählt. Wir können Ihnen versichern, dass Ihre Sorge hinsichtlich dessen vollkommen unbegründet ist. Es ist schon richtig, dass der Pater, der unsere Autos fährt, aus Deutschland kommt. Sowie die Ordensschwester, die hier für uns den Haushalt führt. Aber sowohl der Pater als auch die Schwester sind in Positionen, in denen sie keinerlei Einfluss nehmen. Schon gar nicht auf unsere Politik, die, und das möchten wir an dieser Stelle noch einmal deutlich betonen, absolut neutral ist und bleiben wird. Derlei schafft Irritationen, müssen Sie verstehen. Premier Chamberlain möchte darum eine klare Aussage wegen des Konkordats. Keine Unterbrechung. Ich habe Auftrag, um 12 Uhr zu servieren. Er hat ein Magengeschwür. Er muss essen, sonst gibt es Magenbluten. Sie still. Wie können Sie es wagen, den Heiligen Vater vor einem ausländischen Diplomaten zu einem Pantoffelhelden und Kranken zu degradieren? Wissen Sie überhaupt, welche Vorurteile Sie damit bestätigen? Ich habe nur getan, was mir aufgetragen wurde. Nein, das haben Sie eben nicht. Wenn die britische Presse davon Wind bekommt, dann Gnade Ihnen Gott. Verbinden Sie mich mit dem Chefredakteur der London Today. Ja, ich warte. Ich bitte um ein Gespräch, Heiliger Vater. Wo glauben Sie vorhin hineingeplatzt zu sein? Denken Sie in einen Kaffeeklatsch? Schwester, wir haben Krieg. Ich hatte Auftrag von seiner Heiligkeit, um 12 Uhr zu servieren. Ich hatte die Mahlzeit abbestellt. Ist das nicht angekommen in der Küche? Wusst nichts von der Audienz. Wollen Sie behaupten, dass Monsignore Wilson meine Anweisungen nicht an Sie weitergegeben hat? Doch, hat er. Ich hab gedacht, er will mich reinlegen. Der intrigiert doch ständig gegen mich. Schwester,
Sie misstrauen einem Monsignore, der das Vertrauen des Heiligen Vaters besitzt. Ich bitte den Heiligen Vater um Vergebung. Es sei gewährt. Ich möchte den Heiligen Vater um meine Entlassung bitten. Sie spielen auf den Artikel in der London Today an, richtig? Sie schämen sich. Sie fühlen sich in ihrem Stolz verletzt. Ihre Demut wird Ihnen mit Sicherheit darüber hinweghelfen, denke ich. Meine Zeit hier ist vorbei. Ich möchte zurück nach Deutschland. Da werde ich gebraucht. Nein, ich werde Sie nicht gehen lassen. Deutschland ist viel zu gefährlich für Sie. Dann eben in die Schweiz nach Menzingen, ins Stammhaus der Schwestern vom Heiligen Kreuz. Schwester Pascalina, Sie genießen mein uneingeschränktes Vertrauen. Sie werden sich aber mit den Gepflogenheiten am päpstlichen Hof arrangieren müssen. Ich habe mir was überlegt. Ich habe eine neue Aufgabe für Sie. Kommen Sie. Was die Menschen einer Heiligkeit so alles schenken. Und sie meinen, ich darf über all das hier... Das ist jetzt Ihr Reich. Ja. Und es ist nicht nur das, was Sie hier sehen. Es ist noch viel mehr. Hier unten gibt es nämlich noch weitere dieser Lagerräume. Katalogisieren Sie alles, verschenken oder verkaufen Sie es. Und von dem Erlös kaufen Sie Medikamente, Lebensmittel. Alles, was gebraucht werden kann in diesen furchtbaren Zeiten. Wir könnten Hilfsgüter an Gefangenenlager schicken. Und an Lazarette. Ja, so hatte ich mir das gedacht, Schwester. Mach mich sofort an die Arbeit. Bormann hat einen regelrechten Klostersturm angeordnet. Wenn man uns wenigstens zu den Verwundeten und Notleidenden ließe. Stattdessen waschen und flicken wir Uniformen, in denen dann die nächsten Soldaten sterben werden. Fini, wird es vom Heiligen Vater eine neue Enzyklika geben? Gegen den Krieg und den Rassenhass?
Suchen Sie mir bitte alle Berichte über Gefangenenlager und Feldlazarette raus. Mhm. Jan Karski. Glauben Sie wirklich, das reicht? Ein paar Decken, Verbandszeug, Schmerzmittel. Ist das die Entschuldigung dafür, dass Gottes Stellvertreter auf Erden schweigt? Was wollen Sie damit sagen? Ich habe in einem holländischen Krankenhaus gearbeitet. Ich bin aber mit einem Italiener verheiratet. Deshalb konnte ich das Land im letzten Moment verlassen, bevor es losging. Sie sind Jüdin? Ja. Allein in Holland wurden über 4000 Juden in Konzentrationslager gebracht. Hitler will unser Volk auslöschen. Der Papst muss seine Stimme erheben, bevor es zu spät ist. Über 4000 sollen deportiert und in Arbeitslager gebracht worden sein. Arbeitslager? Sie sterben in Gaskammern. Und es gibt auch Berichte aus Polen. Jan Karski, er hat sich nach England durchgeschlagen und sich dort an Politiker und die Presse gewandt. Er spricht von Konzentrationslagern, in denen planmäßig getötet wird. Das hier ist ein Protestschreiben des Erzbischofs von Utrecht gegen die Behandlung des jüdischen Volkes in Holland. Der Brief wurde fast zeitgleich in allen katholischen Kirchen in Holland verlesen. Und einen Tag später begannen bereits die Deportationen. Von über 4000 Menschen. Ich danke Ihnen für Ihren Bericht. Wir müssten Worte des Feuers gegen derart schreckliche Dinge schleudern. Aber das, was uns davon abhält, ist die furchtbare Gewissheit, dass wir dadurch das Leid der Verfolgten noch verschlimmern würden. Was ist denn hier los? Ziehen Sie doch klar Stellung gegen diese grauenvolle Judenverfolgung. Das dürfen Sie nicht verbrennen. Entschuldigung, Heiliger Vater. Wenn ein Protestschreiben des Bischofs von Utrecht über 4000 Menschenleben gefordert hat, wie viele Menschenleben würde dann ein Protest des Papstes kosten? Nein. Es ist besser zu schweigen. Und in der Stille mit Gottes Kraft alles Erdenkliche zu tun, was menschenmöglich ist. Trotzdem, ich glaube, die Leute erwarten ein klares Wort von Ihnen. Sie sind Gottes Stellvertreter auf Erden. Damit bin ich nur Gott und meinem Gewissen verantwortlich. Beten Sie für mich, Schwester. Beten Sie dafür, dass das, was ich tue, das Richtige ist. Wir müssen den Menschen da draußen helfen. Und
nehmen Sie Geld mit, alles was da ist. Monsignor Wilson, sagen Sie Pater Andreas, er soll mit dem Auto verfahren und sagen Sie auch unseren Ärzten Bescheid. Sei mit euch. Komm. Nehmen Sie. Ich danke Ihnen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ich bin gleich wieder zurück. Schwester Pascalina! Woher kennen Sie mich? Die deutsche Haushälterin des Papstes. Ich lese Zeitung. Ich muss den Heiligen Vater sprechen. Ich habe ihm was Wichtiges zu sagen. Er muss seinen Einfluss geltend machen. Juden werden deportiert und umgebracht. Ja, und warum schickt man jemanden wie Sie? In dieser Uniform? Und nicht den deutschen Botschafter Herrn von Weizsäcker? Mich schickt niemand. Ich komme in eigenem Auftrag, um den Heiligen Vater zu warnen. Wovor? Das kann ich Ihnen nur unter vier Augen sagen. Schwester, ich riskiere hier mein Leben. Und ich das Leben des Heiligen Vaters, wenn ich Sie einlasse? Ihre Waffe. Her damit. Geben Sie mir Ihre Waffe, sonst lasse ich Sie nicht ein. Uniform. Ausziehen.
Moment. Wo wollen Sie hin? Ist das etwa ein Deutscher? Ich verbürge mich für den Mann. Er muss mit dem Heiligen Vater reden. Ich kann mich ausweisen. Major Hermann, Generalstab des deutschen Militärgouverneurs in Norditalien. Ich muss dringend zum Papst. Ich habe geheime Informationen für ihn. Jeder Mensch, egal welcher Rasse und welcher Nationalität, hat ein Anrecht auf eine Audienz beim Heiligen Vater. Ja, ich weiß. Kommen Sie. Ich sagte doch, ich will nicht gestört werden. Ich muss Sie aber stören, Heiliger Vater. Es ist wichtig. Bitte hören Sie ihn an. Ich bin sicher, wir können ihm vertrauen. Sind Sie entschieden so weit gegangen, Schwester? Dieses Gespräch hätte man mit dem Heiligen Vater vorher in aller Form diskutieren und abwägen müssen. Damit es dann vor lauter Bedenken nicht zustande kommt? Ein Philosoph hat einmal gesagt, wer absolute Klarheit braucht, bevor er einen Entschluss fasst, der wird sich nie entscheiden. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, halten Sie sich aus diesen Angelegenheiten heraus. Diplomatie und Politik, Monsignore, überlasse ich gerne Ihnen. Gott hat uns den Verstand gegeben, aber auch ein Herz. Und wenn mir mein Herz sagt, das hier ist richtig, werde ich immer meinem Herzen gehorchen. Vor wenigen Tagen kam der Militärgouverneur von einem Besuch in der Wolfschanze. Er hat dort vom Führer einen Auftrag erhalten. Der Befehl ist, Sie zu entführen und dann nach Deutschland zu bringen. Das Beste für Sie ist, die Stadt zu verlassen. Und zwar sofort. Sie sind ein sehr mutiger Mann, Major Hermann. Aber wir werden den Vatikan nicht verlassen. Wir werden dem Antichristen die Stirn bieten. Die deutsche Wehrmacht wird in wenigen Tagen Rom einnehmen. Der Herr wird uns beistehen, wenn das Unvorstellbare tatsächlich geschieht. Eine persönliche Bitte hätte ich an Eure Heiligkeit. Würden Sie mir Ihren Segen erteilen? Knien Sie nieder. Bringen Sie den Major unauffällig wieder hinaus, Schwester Pascalina. Wie kann ich Ihnen danken? Kann ich was für Sie tun? Die Lastwagen des päpstlichen Hilfswerks werden in Norditalien oft tagelang an der Weiterfahrt gehindert. Die Lazarette und Gefangenenlager nördlich der Alpen warten händeringend auf unsere Hilfsgüter. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen. Ich verspreche es Ihnen. Und ich brauche einen Passierschein. Von Altötting nach Rom. Ohne Juda, ohne Rom, wird erbaut Altdeutschlands Dom. Hitler setzt gnadenlos um, was er angekündigt hat. Sie sind hier nicht mehr sicher, ich werde packen. Nein. Ich werde nirgendwo hingehen. Ich bleibe hier.
Der Heilige Vater darf auf keinen Fall den Deutschen in die Hände fallen. Das wird er auch nicht. Nicht der Heilige Vater. Wenn die Deutschen den Apostolischen Palast betreten sollten, werden sie hier nur Kardinal Eugenio Pacelli vorfinden. Hier, Schwester, meine Rücktrittserklärung. Sollte man mich entführen, liegt es in Ihren Händen, die Welt darüber zu informieren. Jetzt bin ich gefangen in meinem eigenen Staat. Angefangen, die römischen Juden zu deportieren. Die ersten Züge nach Auschwitz sind schon abgefahren. Monsignor Wissen, bestellen Sie den deutschen Botschafter ein. Ich ordne an, die Klausur der römischen Klöster und Konvente ab sofort aufzuheben. Wir gewähren uneingeschränktes Kirchenasyl. Schwester, wir brauchen so schnell wie möglich Schutzbriefe für alle kirchlichen Einrichtungen. Kümmern Sie sich darum. Und wir stocken die Palatingarde auf. Ja, der Heilige Vater hat recht. In Krisenzeiten darf, gemäß der Lateranverträge, die Palatingarde von 350 auf bis zu 2000 Mann aufgestockt werden. Voraussetzung ist, dass die Soldaten gebürtige Römer oder im Besitz eines Vatikanausweises sind. Das heißt, wir brauchen fast 2000 Uniformen. Aber wo kriegen wir die so schnell her? Wir machen es selber. Umhang und Berett mit Abzeichen, das muss reichen. Informieren Sie die Schneiderwerkstatt und die Schwestern. Wir brauchen Stoff und Nähmaschinen. Bin schon unterwegs. Hier ist die Liste aller kirchlichen Einrichtungen von Rom und Umgebung. Danke. Sofort in die Druckerei. Mach ich. Schwester? Ja? Sie haben Besuch.
Ich habe vorhin zufällig Pater Andreas getroffen. Er sagt, wir brauchen ganz viele Uniformen. Ja, so können wir die jüdischen Männer zu Palatin-Gardisten machen. Du kannst hoffentlich noch mit der Nähmaschine umgehen. Fini, wenn es etwas gibt, was ich schon immer besser gekonnt habe als du, dann ist es Nähen. Ich bin übrigens Schwester Crescentia. Das sind aber nicht die richtigen. Egal, fangen Sie einfach an zu nähen. Ja, der Heilige Vater hat die Klosterklausur aufgehoben. Kein Jude, der um Einlass bittet, darf abgewiesen werden. Danke, Pater. Sie müssen uns aufnehmen, bitte! Halten Sie bitte an. Ich bitte Sie, jetzt seien Sie doch noch an denselben Gott. Helfen Sie! Verstehen Sie, sehen Sie, dass wir mit alle aufnehmen? Kindern tut mir leid. Bitte. Wir hätten auch gar nicht genug Medikamente. Bitte was? Wir sind ein reines Frauenkloster. Es gibt wirklich keine Möglichkeit, sie aufzunehmen. Wir können Verzeihung, sie nicht helfen. Verzeihung, Schwester. Aber der Heilige Vater wünscht ausdrücklich, dass die Familien zusammenbleiben können. Aber das wäre gegen unser Gelübde. Bitte! Wir wollen zusammenbleiben. Bitte, gehen Sie und die Kinder in das Kloster. Kommen Sie. Kommen Sie. Schnell, nur die Frauen und die Kinder. Los, schnell. Schnell. Los. Und unsere Männer? Ich bin Bruno. Bruno, ich bin Schwester Pascalina. Sie und die anderen Männer verstecken sich hier im Hausflur. Schnell. Wir bleiben alle zusammen. Kommen Sie. Ich bin in 2 Stunden wieder zurück. Ich sorge dafür, dass Sie sich wiedersehen. Sie werden als Familie überleben. Das verspreche ich Ihnen. Danke. So, jetzt rein mit euch, schnell. Kinder, los, los. Der Befehl zu der Judenaktion in Rom kam von sehr weit oben. Wir werden alles tun, um diese Verbrechen, die unmittelbar vor unseren Augen stattfinden, zu verhindern. Ich muss Sie davon in Kenntnis setzen, dass die Souveränität des Vatikan gefährdet ist, sollte der Heilige Vater nicht die Neutralität wahren. Werter Herr Botschafter, wenn wir gezwungen sind, vor der Weltöffentlichkeit zu protestieren, werden wir uns, was die Konsequenzen betrifft, vor niemand anderem als vor Gott verantworten. Grüß Gott. Grüß Gott. Mei, das ist ein deutscher Wertarbeit, das sieht man gleich. Und ich muss mich da mit so einem Klump rumschlagen, mit so einem amerikanischen. Wie schnell fährt denn der? Also, Spitze. Kann ich Ihnen gar nicht sagen, Pater, weil der Herr Botschafter fährt nicht schneller als 80. Okay. Da ist der Heilige Vater aber ein bisschen progressiver. Das Verhalten des Heiligen Stuhls könnte nachhaltige Konsequenzen haben. In Berlin denkt man über eine einseitige Aufkündigung des Reichskonkordats nach. Ja, da kann ich nur sagen, weiterhin eine gute Schleichfahrt, okay? Sagen Sie, ist das ein Vierzylinder? Ja, das ist eine Sechserreihe. Angesichts des Leids, das ausschließlich die politische Führung Ihres Landes zu verantworten hat, fragen wir Sie, darf die Hölle den Himmel erpressen, nur damit dieser schweigt? Schwester, das Essen kann noch warten. Sehr wohl, Heiliger Vater. Was wissen Sie von den Plänen Ihrer Regierung, das Oberhaupt der katholischen Kirche zu verschleppen und irgendwo festzuhalten? Ah!
Schwester. Ah, Monsignore. Darf ich Ihnen meine Schwester vorstellen? Monsignore Wilson, Schwester Crescentia. Sehr erfreut. Ich habe hier die provisorischen Vatikanausweise. Für die neuen Hilfsgardisten. Schließlich brauchen wir einen reibungslosen Ablauf. Sehen Sie, Monsignore, im Vatikan ist noch viel mehr Platz als nur für uns beide. Danke. Schwester, ich danke Ihnen. Signore Wilson, verbinden Sie mich bitte mit Mrs. Miller, genauer gesagt mit Donna Valentina. Willkommen, Soldaten. Aufstellung. Abmarsch. Danke, Schwester. Ja, wir wissen, dass der Sondergesandte von Präsident Roosevelt in den nächsten Wochen im Vatikan eintreffen wird, aber so lange können wir nicht warten. Deswegen bitten wir Sie um einen großen Gefallen, Donna Valentina. Wir danken Ihnen sehr für Ihren Zuspruch, verehrter Präsident Roosevelt. Was immer auch geschehen möge, wir bitten Sie inständig, die ewige Stadt vor den Bomben zu verschonen. Es gibt so viele Flüchtlinge in dieser Stadt. Menschen, die uns vertrauen, die ihr Schicksal in Gottes Hände gelegt haben. Grüßen Sie mir Ihre Schwester. Ich danke Ihnen. Lieber Kardinal Faulhaber, in der Sommerresidenz des Heiligen Vaters leben inzwischen fast 5000 Flüchtlinge und es kommen jeden Tag mehr. Es gibt keine Medikamente und zu wenig Ärzte. Auch dem Heiligen Vater geht es nicht gut. Ich bin mir sicher, es ist eine Reaktion auf all das Leid und seine Ohnmacht. Ich soll dich grüßen. Von Esther. Danke. Von deiner Familie. Es geht ihnen gut. Komm. Kommt. Sie sind fort. Es ist vorbei. Komm. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Übrigens, wir haben brandneue Reifen. Das ist das Allerneueste. Die kleben geradezu auf der Straße. Wenn Sie wollen, dann können wir heute eventuell die 120 ausprobieren. No? Was meinen Sie? Ja, sicher. Ich wollte immer schon mal wissen, wie es ist, an der Straße zu kleben. Die Vergegenwärtigung der Mängel, Fehler und der Sünden, die während eines so langen Pontifikates und in solch schweren Zeiten begangen wurden, hat mir meine ganze Unzulänglichkeit klar vor Augen geführt. Tat, wen ich verletzte und wen ich empörte, den bitte ich demütig um Vergebung. Schwester, erinnern Sie sich, wie schön es war, damals am Königssee? Eugenio Pacelli. Schläfst du? Eugenio Pacelli. Schläfst du? Eugenio Pacelli.